Unser Flug führt uns heute von Friedrichshafen nach Mailand, italienisch Milano, zum Flugplatz Milano Bresso im nördlichen Stadtgebiet von Mailand. Der Flugplatz Friedrichshafen, auch Bodensee Airport genannt, liegt am Nordufer des Bodensees in unmittelbarer Stadtnähe. Der Bodensee Airport ist ein Regionalflughafen mit einer Pistenlänge von 2356 Metern und bietet so auch Verkehrsflugzeugen die Möglichkeit, hier zu starten und zu landen. Von Friedrichshafen aus werden zurzeit einige europäische Ferienziele in der Türkei, Spanien, Ägypten, Griechenland, Mazedonien, Bosnien und Jersey angeflogen. Die einzige Linienverbindung wird durch Lufthansa angeboten. Viermal täglich bedient ein Canadair Regionaljet Friedrichshafen mit Frankfurt. Auf dem Flugplatzareal befinden sich die Zeppelinwerft sowie das Dornier-Museum, welches für Technik- und Luftfahrtinteressierte unbedingt ein Besuch wert ist. Der Friedrichshafen Airport ist für den Microsoft Flugsimulator 2020 als Payware von Aerosoft erhältlich. Unser Fluggerät ist der Cirrus Vision Jet G2, ein einstrahliges Flugzeug mit Druckkabine mit bis zu 7 Plätzen inklusive Pilot. Der Vision Jet ist ein Very Light Jet und wurde ursprünglich als Privatflugzeug für sogenannte Owner Pilots, also Flugzeuge, die durch ihren Eigentümer geflogen werden, geplant. Allerdings wird der Vision Jet heute tatsächlich auch als Air Taxi gewerblich eingesetzt. Seine einzigartige Bauweise fällt durch das V-förmige kombinierte Höhen- und Seitenleitwerk, das auf der Kabine aufgesattelte Triebwerk sowie durch seine bauchige Form sofort auf. Das Design kann man mögen oder nicht. Ich mag es. Der Vision Jet verfügt über ein Auto-Land-System, welches das Flugzeug ohne Zutun eines Piloten sicher zum nächstgelegenen Flugplatz steuert und landet. Darüber hinaus verfügt der Vision Jet über ein Fallschirmrettungssystem, das das Flugzeug in Gefahrensituationen, beispielsweise bei Kontrollverlust, kontrolliert zu Boden sinken lässt. Die Avionik des Vision Jet kommt von Garmin und basiert auf dem G3000. Der Hersteller nennt es Cirrus Perspective Touch. Für den Microsoft Flugsimulator 2020 ist der Vision Jet von FlightFX über den Marktplatz erhältlich. Ein ausgezeichneter Support ist über Discord gewährleistet. Das Flugzeug ist eine absolute Kaufempfehlung, auch weil es kontinuierlich weiterentwickelt wird. Der Flugplatz Bresso liegt im nördlichen Stadtgebiet von Mailand, Italien, 8 Kilometer vom Zentrum Mailands entfernt. 11 Kilometer südöstlich von Bresso liegt der Flughafen Milano Linate. Milano Bresso beherbergt den größten Fliegerverein Italiens, den Aero Club Milano. Mit seiner befestigten Piste mit einer Länge von 1080 Metern können hier auch kleinere Businessjets starten und landen. Der Flugplatz liegt im Stadtgebiet von Mailand und hat durch die Nähe zu Milano Linate einen sehr interessanten Anflug. Auf der Seite des Aeroclubs Milano gibt es einen Familiarization Guide, der alle wichtigen Aspekte für das An- und Abfliegen nach und von Milano Bresso enthält. Ich habe für euch den Link in die Beschreibung gegeben. Milano Bresso ist bei FlightSimTO als Freeware erhältlich. Bitte denkt daran, dem Autor der Szenerie einen Beitrag zukommen zu lassen, wenn euch der Flugplatz gefällt. Unser Flug führt uns nach Abfliegen der Standard Instrument Departure Route, kurz SID, in östlicher Richtung über den Flugplatz Hohenems im österreichischen Rheintal bis zum Waypoint Kusam bei St. Anton am Arlberg, weiter in südlicher Richtung zum Waypoint Ronak im Inntal und dann am Flugplatz Samaden, St. Moritz bis zum Wegpunkt Oswig am Comer See.
Die letzten 19 nautischen Meilen führen uns bis zum VOR Saronno, das wir in 2000 Fuß MSL passieren. Die Anflugkarte Milano-Bresso gibt uns für den Anflug auf die Piste 36 einen Kurs von 120 Grad vor bis 6 nautische Meilen outbound Saronno VOR. Dort erreichen wir Meldepunkt Charlie. Links vom Meldepunkt stehen zwei Kamine mit einer Höhe von 951 Fuß. Bei Charlie wechseln wir auf den Steuerkurs von 140 Grad und fliegen in 1200 Fuß in die Platzrunde ein. Okay, lasst uns ins Flugzeug steigen. Der Flugplan ist eingegeben, die Pre-Flight-Checklist ist abgearbeitet, sodass wir nun das Triebwerk starten können. Während des Startvorgangs sind die Triebwerksparameter zu beobachten, um gegebenenfalls den Start abbrechen zu können, falls sich ein Wert nicht innerhalb der vorgegebenen Grenzen befindet. Der Triebwerksstart war erfolgreich, sodass wir die Engine Start Checklist weiter abarbeiten können. Die External Power Unit ist noch mit dem Flugzeug verbunden. Wir geben nun der Bodencrew die Anweisung, sie zu trennen. Weiter geht's mit der Before Taxi Checklist. Wir stellen zunächst die Frequenz von Friedrichshafen Tower 120,08 ein. Dann folgt der Transponder Code 2235. Die erste Eingabe der Funkfrequenz war fehlerhaft. Wir geben neu ein. 120,08. Die Before Taxi Checklist ist fertig. Wir sind bereit für Taxi zur Piste 06. Right side clear of traffic, left side clear of traffic. Während des Rollens werfen wir einen Blick auf die Abflugroute. Wir starten auf der Piste 06 mit einem Steuerkurs von 58 Grad. Die erste freigegebene Höhe ist 5000 Fuß. Wir erreichen den Wegpunkt November Yankee 063, drehen dann nach rechts zum Wegpunkt November Yankee 064. Die maximale Geschwindigkeit von 220 Knoten betrifft uns nicht, da wir im Steigflug mit 165 Knoten unterwegs sind. Nach 5,9 nautischen Meilen erreichen wir November Yankee 068. Der Wegpunkt liegt genau am Ufer des Bodensees. Dann weiter nach Lagos, wo wir eine Höhe von mindestens 5000 Fuß MSL haben müssen. Weiter geht es mit dem gleichen Track von 247 Grad bis Amris und dann nach Sitor.
SITOR ist zugleich Endpunkt der SID SITOR 3 ECHO. Wir rollen bis zum Rollhalt und machen unsere Before-Take-Off-Items und die Before-Take-Off-Checklist. Wir haben die Freigabe zum Take-Off erhalten und rollen jetzt zum Startpunkt der 06. Links ist frei, rechts ist frei. Engine stable, takeoff power set, parking brake released, engine is good, airspeed alive, 60 knots, rotation, positive rate, gear up. One 5 knots passed, flaps up. Autopilot ist gesetzt, wir schalten Auto Thrust ein und steigen mit 165 Knoten auf 5000 Fuß. Wir fliegen die SID mit Autopilot im Heading Mode ab. Wir haben die Freigabe bekommen, auf 10.000 Fuß zu steigen und wechseln jetzt in den Flight Level Change Mode. Das heißt, bei einer vorgegebenen Geschwindigkeit von 165 Knoten wird die entsprechende Steigrate dazu gewählt. Wir haben die Freigabe erhalten, auf Flight Level 200 zu steigen, was ich jetzt eben eindrehe. Wir wechseln gleich auf den FMS-Mode und lassen den Autopiloten den Track zum nächsten Wegpunkt aufnehmen.
Wir steigen im Moment mit 2000 Fuß pro Minute. Und schauen uns die Climb-Checklist an. Das nächste wäre die Cruise-Checklist, die kommt dann später. Ich drehe schon das neue Heading ein für den Wechsel zum neuen Wegpunkt. Linke Hand haben wir Lindauer Insel. Und jetzt kommt der Left Turn nach Lagos. Dort müssten wir 5000 Fuß mindestens haben. Wir sind aber schon deutlich höher, nämlich über 10.000 Fuß. Wir drehen das neue Heading ein, 247, der Wind ist vernachlässigbar. Kommt etwas von rechts nachher in unserem nächsten Heading, sodass wir Heading gleich Track belassen können. Das Heading drehe ich deswegen ein, falls wir aus dem FMS-Mode wechseln müssten, dann fliegen wir auf jeden Fall den richtigen Kurs. Wir haben bei ATC ein Direct zum nächsten Wegpunkt nach Amris beantragt, weil wir nach Amris eine Rechtskurve und dann gleich wieder eine Linkskurve drehen müssten, haben wir auch genehmigt bekommen und das ist der Wegpunkt Gamsa, den habe ich eben eingestellt und warte jetzt noch kurz, bis ich ihn aktiviere und dann nimmt FMS den Kurs direkt auf den nächsten Wegpunkt, das mache ich jetzt. Das neue Heading ist, der neue Track ist 117 Grad und das drehe ich jetzt im Heading Selector ein. So dass wir jetzt eigentlich schon etwas früher die Departure Route beendet haben. Jetzt können wir auch wieder auf die Map-Ansicht gehen. Links unten der Flugplatz Altenrhein. Wir haben inzwischen die Freigabe für das Steigen auf die Reiseflughöhe Flight Level 240 bekommen. Links unten Bregenz.
Wir sinken weiter auf 2000 Fuß und drehen rechts Richtung Saronovioa. Wechseln in den Manual Speed Mode und verringern die Geschwindigkeit auf 200 Knoten. Zeit für die Approach Checklist. Flaps fahren wir erst bei 140 Knoten. Das haben wir auch als Zielgeschwindigkeit eingestellt. Steuerkurs 120 Grad ein. Kurz vor dem Saronovioa werden wir auf Heading Mode wechseln. Flaps 50 sind gesetzt. Wir können die Approach Checklist abschließen. Wir setzen bei 125 Knoten Full Flaps. Wir fliegen heute relativ langsam an, aus zwei Gründen. Erstens, weil wir den Flugplatz Milano Brezzo das erste Mal anfliegen, und zum zweiten aus Sightseeing-Gründen. Kurz vor Saronno wird jetzt das Heading auf 120 Grad gewechselt.
Leader down. 3 Greens, Fahrwerk ist ausgefahren und verriegelt. Wir haben Meldepunkt Charlie erreicht und ändern das Heading auf 140 Grad. In den Gegenanflug zur Piste 36 mit Steuerkurs 180 Grad. Autopilot off, manual flight. Thank you.
eindrehen in den Queranflug zur Piste 36. Eindrehen in den Endanflug Piste 36. Das Eindrehen in den Endanflug erfolgte zu spät, deswegen gibt es dafür eine schlechte Bewertung. Final checks, gear down, 3 green, flaps full, speed is okay, landing. Die Landung erfolgte nicht auf der Centerline, deswegen gibt es auch hier Abzüge. Wir sind sicher in Milano Bresso gelandet. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr über neue Videos informiert werden möchtet und wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich über ein Abo freuen. Bleibt noch dran, gleich gibt es die Preview aufs nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Five Golf. Five Golf, hello, taxi 4 7 0 left, 2 9. Auto friction 4 7 2 kilo, turn right, headed in 1 7 0, descent level 8 0, expected 0 4, around 57.5 miles. Right turn, heading 1 7 0, descent, flight level 8 0, copy. Please,
Bonjour, this is Italo 576, descending 130, Airbus 319. Bonjour, Italo 576, you descend to flight level 140, expect vector in far east runway 22. Descending 140 level, the vector in runway 22, Italo 576. ZSTAR 01 Alpha, localize yourself. Thank you, ZSTAR 01 Alpha, contact tower 1187, Alpha. Star 1187, ZSTAR 01 Alpha.